Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute geht es endlich um den Immortal God, den unsterblichen Gott. Den geflügelten Drachen von Ra. Warum muss ich gerade nochmal nachgucken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, Daumen nach oben nicht vergessen, würde mich wirklich sehr freuen, supporten, Kommentar schreiben, ja. Die Videos, die kicken wieder durch, nachdem wir jetzt wieder im Algorithmus drin sind. Und so darf es gerne weitergehen. Es soll sogar noch weiter bergauf gehen, ja. Ganz nebenbei, wenn ihr mich weiterhin auch noch anders unterstützen wollt, auch nochmal bei Gate to the Games Karten bestellen. Wir werden heute wahrscheinlich on Stream abends auch wieder Karten aufmachen, sodass im Laufe der Woche nochmal ein Opening-Video auch aus den Aufnahmen direkt auf YouTube kommt. Und wir haben ein Turnier, welches am Sonntag laufen wird. Ein offizielles Turnier, auch hier. Link in der Beschreibung, Discord joinen und vor allen Dingen die Regeln dort befolgen. Dann seid ihr auf einem guten Weg. Heute geht es aber in erster Linie um den Immortal God, den unsterblichen Gott Ra. Ra hat richtig, richtig krassen Support bekommen. Ob es reicht, um das Deck Meta zu machen? Definitiv nicht. Ob es reicht, um das Deck spielbar zu machen? Auf jeden Fall. Wir haben einen Skill, und zwar den unsterblichen Sonnengott-Skill, den wir für Yami-Marik freischalten können. Wir können in diesem Duell nur der geflügelte Drache von Ra und Monster, die diesen Kartennamen erhalten, als Spezialbeschwörung beschwören. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir können jeden der folgenden Effekte einmal pro Duell nutzen. Wir legen einen der geflügelte Drache von Ra oder eine Karte mit diesem Namen von unserer Hand auf den Friedhof und fügen ein der geflügelte Drache von Ra, eine Karte, die diesen Namen enthält, oder eine Wiedergeburt vom Deck unserer Hand hinzu. Oder wir können sie auch auf den Friedhof hinzulegen. Gleichzeitig dazu haben wir noch einen zweiten Skill oder einen zweiten Skill-Effekt. Wir können unserer Hand eine Wiedergeburt von unserem Friedhof hinzufügen. Und falls wir der geflügelte Drache von Ra oder ein Monster vom Typ göttliches Ungeheuer auf unserer Spielfeldseite haben. Ja, wir verbannen am Ende jeden Spielzuges der geflügelte Drache von Ra Kugelmodus auf unserer Spielfeldseite, der in diesem Spielzug nicht als Spezialbeschwörung beschworen wurde. Das ist ebenfalls ziemlich, ziemlich wichtig. Und das Deck ist, ich finde es ein bisschen clunky und umständlich mit den ganzen Effekten, aber es hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Wir haben zwei Exemplare von der geflügelte Drache von Ra. Grundsätzlich würde ich mir hier vielleicht sogar wünschen, dass wir irgendwann eine dritte Kopie bekommen, weil das Deck definitiv besser machen würde. Und wir haben zum Beispiel auch noch guten Support in Form von Zauberkarten, ne? Der wahre Sonnengott beispielsweise. Wenn diese Karte aktiviert wird, können wir unserer Hand einen der geflügelte Drache von Ra oder eine Karte, die ihn erwähnt, von unserem Deck unsere Hand hinzufügen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir können außerdem, oder Monster, die in dieser Runde als Spezialbeschwörung beschworen worden sind, können nicht direkt angreifen, außer der geflügelte Drache von Ra. Ist auch nochmal eine Möglichkeit, um den Gegner so ein bisschen zu stallen, was ganz praktisch ist. Das heißt, die Karte ist also in dem Fall relativ wichtig. Und einmal pro Spielzug können wir während unserer Main Phase diese Karte von unserem Spielfeld oder einen der geflügelte Drache von Ra, unsterblicher Phönix, von unserem Deck auf den Friedhof legen. Und dann legen wir einen der geflügelte Drache von Ra von unserer Monsterzone auf den Friedhof. Ja, das ist also auch nochmal eine Möglichkeit, wie wir Setup betreiben können. Vor allen Dingen, wie gesagt, für unseren unsterblichen Phönix. Der sollte in der Regel nämlich im Friedhof liegen. Und wenn wir dann den geflügelten Drachen von Ra über einen Karteneffekt, ja, auf den Friedhof legen, kann er sich selber vom Friedhof spezial beschwören, Immortal Phoenix, ja. Falls der geflügelte Drachen von Ra vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, wie die Karte bereits erwähnt, kann er sich selber spezial beschwören. Karten und Effekte können nicht in Reaktion auf die Aktivierung dieses Effekts genutzt werden. Das heißt also, die Beschwörung kann nicht annulliert werden. Ziemlich praktisch. Diese Karte bleibt von Effekten anderer Karten unberührt. Ja, das heißt also ein richtiges Tower-Boss-Monster in dem Fall, der unsterbliche Phönix. Und es wird noch besser. Wir können 1000 Lifepoints zahlen und legen ein Monster auf dem Spielfeld auf den Friedhof. Und der Effekt ist, glaube ich, stackable. Also den können wir mehrmals pro Runde nutzen. Also auch nochmal ein richtig, richtig, richtig guter Removal-Effekt. Aber der Downside ist, einmal pro Spielzug während unserer Endphase legen wir diese Karte auf den Friedhof und falls wir dies tun, beschwören wir einen der geflügelte Drache von Ra Kugelmodus als Spezialbeschwörung von unserer Hand, unserem Deck oder unserem Friedhof, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Das heißt also, er bleibt nie länger als eine Runde auf dem Spielfeld. In der Regel sollte man mit ihm oder kann man mit ihm sowieso das Duell beenden. Und der Sphere-Mode oder die Sphere-Mode-Karte ist gar nicht mal so verkehrt. Weil wir können sie zum Beispiel, also sie kann erstmal grundsätzlich nicht als Ziel für Angriffe gewählt werden oder halt für Karteneffekte, was sie als gut als Wall macht. Und wir können diese Karte als Tribut anbieten, um einen geflügelter Drache von Ra als Spezialbeschwörung von unserer Hand oder unserem Deck spezial zu beschwören. Und
der geflügelte Drache von Rade über diesen Effekt kommt, hat dann auch 4000 Attack und Defense. Und 4000 ist gut, genauso wie für den Immortal Phoenix, weil wir mit 4000 Attack natürlich den Gegner One-Hit-KO'n können, Duel Links. Und auch der normale geflügelte Drache von Ra hat den Effekt, dass wir 1000 Life Points zahlen können, um ein Monster auf dem Spielfeld zu wählen und es zu zerstören. Das heißt also, der Effekt ist auch mehrmals nutzbar und wir können dadurch eigentlich konstant OTKs erzeugen, wenn die Combo, wie bereits erwähnt, funktioniert, wie sie funktionieren soll. Wir haben auch noch die neue Karte Millenniumsenthüllung. Wir können unsere Hand wir können ein göttliches Ungeheuermonster von unserer Hand auf den Friedhof legen und fügen dann unserer Hand eine Wiedergeburt von unserem Deck oder unserem Friedhof hinzu. Das heißt also, wir können Wiedergeburt dadurch immer recyceln, was ziemlich cool ist. Dann können wir in diesem offenen Spiel. Wir können diese offene Karte auf den Friedhof legen. Und in diesem Spielzug können wir dann der geflügelte Drache von Ra mit Wiedergeburt als Spezialbeschwörung von unserem Friedhof beschwören, obwohl das ja normalerweise nicht möglich ist, weil er nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden kann, ist dann durch Millenniumsenthüllung in dem Fall tatsächlich möglich, wenn wir halt Millenniumsenthüllung auf unseren Friedhof legen. Und während der Endphase des Spielzugs, in dem wir diesen Effekt aktiviert haben, müssen wir der geflügelte Drache von Ra, den wir kontrollieren und der mit Wiedergeburt als Spezialbeschwörung beschworen wurde, auf den Friedhof legen. Das heißt also, in dem Fall können wir auch hier wieder über einen Karteneffekt den geflügelten Drachen von Ra auf den Friedhof bekommen, um dann halt den Effekt von unsterblicher Phönix zu aktivieren, um ihn wieder aufs Spielfeld zu bekommen. Ihr merkt schon, das ist so ein bisschen die Synergie in dem Deck. Und das Ganze wird auch noch abgerundet mit einer dunklen Zauberregeneration. Wenn ein Monster unseres Gegners einen Angriff deklariert, wählen wir einen Zauber im Friedhof des Gegners und setzen ihn auf unsere Spielfeldseite. Ist in einigen Matchups ganz praktisch, aber viel besser ist der kommende Effekt. Wir können diese Karte von unserem Friedhof verbannen und eine Wiedergeburt von unserer Hand oder Gesetz von unserer Spielfeldseite auf den Friedhof legen und beschwören dann einen der geflügelten Drache von Ra als Spezialbeschwörung von unserem Friedhof, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen, und können dann ein Monster, das unser Gegner kontrolliert, auf den Friedhof legen. Zusätzlich legen wir jenes als Spezialbeschwörung beschworene Monster während der Endphase auf den Friedhof. Also auch hier haben wir wieder eine Möglichkeit, in unseren Immortal Phoenix zu gehen und gleichzeitig auch nochmal so ein bisschen Schutz zu haben für unsere Plays. Ja, also es ist ein interessantes Deck. Ich habe jetzt hier sehr, sehr viel geredet. Das heißt also, entsprechend lang wird auch das Video. Keine Sorge. Ich bin nicht der Experte mit dem Deck. Ich sag's gleich von vorweg. Es ist relativ straightforward und die Kombinationen sind eigentlich sehr einprägsam. Man hat auch, wie gesagt, den Skill, aber es ist halt... Ja, ich würde sagen, es ist so ein Deck, was ziemlich gut ist, grundsätzlich, definitiv fürs Ranked gut ist, was aber durchaus noch so ein bisschen Feintuning braucht. Na, also ich weiß jetzt nicht, ob Ra da grundsätzlich noch Support bekommen kann, da habe ich jetzt im Vorfeld nicht nachgeschaut, können wir gleich vielleicht live on Stream machen, aber das Deck ist an sich ganz cool. So, anyways, wir haben Sphere Mode, wir haben zweimal mystischer Raumtaifun. Und wir haben Millenniumsenthüllung. Und wir haben unseren Skill. So. Jetzt bin ich am Überlegen, wie wir das am besten machen. Kannst ein göttliches Ungeheuermonster von deiner Hand auf den Friedhof legen. Füge deine Hand eine Wiedergeburt von deinem Deck oder deinem Friedhof hinzu. Das heißt, wir wollen eigentlich. Jetzt, pass auf. Wir aktivieren jetzt erstmal einen unsterblichen Sonnengott und legen den Sphere-Mode auf den Friedhof und fügen unserer Hand wahrscheinlich der wahre Sonnengott erstmal hinzu. So. Ja. Dann können wir den wahren Sonnengott einmal aktivieren. Und ich würde wahrscheinlich dunkle Zaubergeneration holen. Auf der anderen Seite brauche ich was zum Abschmeißen, ne? Habe ich aber meinen Immortal Phoenix nicht in Grave. Ja, das ist das Problem. Hätte ich das anders handhaben können? Ich glaube nicht. Das ist ja... Ach Mann, das ist jetzt doof. Das funktioniert, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, das funktioniert nicht, Leute.
meine, gefühlte Drache von Ra kommt dann auch, wird dann auch im Friedhof gelegt, ne? Oh, schade. Ach ja. Das Deck brickt manchmal ein bisschen. Das ist jetzt ungünstig. Ich habe zweimal MST gehabt. Wir haben generell 5 Backrow-Removal-Karten. Ist nicht schlecht, aber Going Second ist es halt. Going First ist es halt wirklich blöd, weil ich brauche da grundsätzlich zumindest einen Immortal Phoenix, damit das halbwegs funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Oder ich brauche halt den regulären geflügelten Drachen von Ra. Mit meinen beiden Searchern in dem Fall. Beziehungsweise den einen Searcher. Ah. Ein bisschen schade. Ja, also das ist hier nochmal die Deckliste. Wie gesagt, wir haben viel Backrow-Removal, weil das Deck halt gegen Backrow-Removal ein bisschen struggelt. Und wir haben natürlich nochmal Effektverschleier und auch den Erznerwettler Exzentrik, weil die Normalbeschwörung brauchen wir in dem Deck ja grundsätzlich auch nicht. Ist auch der Grund, warum viele Leute die Magistus Engine in dem Deck spielen, weil du halt deine Normalbeschwörung ja ohnehin nicht brauchst. Na, also wir können vielleicht nochmal eine Variante ausprobieren demnächst mit der Magistus Engine. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir da auch nochmal reinschnuppern. Aber ja, Alter, der Kugelmodus. Wenn der Gegner jetzt 3 Exit-Monster hinlegt, dann kommt der Kugelmodus aber richtig gefährlich. Hoi. Oh, ich glaube, der Kugelmodus kommt dir richtig gefährlich. Wenn der Gegner natürlich 3 Monster hinlegt. Ne? Bei 2 Monstern funktioniert das nicht. Warten wir mal ab. Okay. Geht der Gegner noch einen Rang 4er? Ich denke mal durchaus, dass er noch einen Rang 4er geht. Genau, da ist er. Nochmal der reguläre Panzer. Das reguläre Panzerschiffchen. Ja, zieht nochmal eine Karte. Rangsteigerungszauber, okay. Kann jetzt also nochmal auf Utopia Strahl gehen. Geht auch nochmal auf Utopia Strahl, das ist okay. Das passt. Hier kann sein Effekt aktivieren. Eigentlich müsste der Gegner um Sphere Mode hier in dem Fall rumspielen. Mal gucken, ob er es macht. Was macht der im Plattenchimäre? Das ausgerüstete Monster kann nicht durch Kampf zerstört werden. Am Ende des Damage Stats, wenn das ausgerüstete Monster des Gegners angreift, oder unser Gegner nicht durch Kampf zerstört wurde. Ha, okay. Erzner Weltler Exzentrik. Dann aktivieren wir erstmal mystische Raumteifung. So, grundsätzlich. Bumm. Bumm. Oh. Gefängnis des der Eisdrachen. Dann können wir Erznerwäldler Exzentrik einmal normal beschwören. Sphere Mode bringt mir hier in dem Fall nicht so viel. Mal gucken, ob hier direkt der Negate kommt. Okay. Das bringt halt nichts, weil der Effekt negiert ist. Aber wir können unseren Skill nutzen. Okay, wir schmeißen den Immortal Phoenix ab. Habe ich es wieder verkackt. Füge dann ein Gefühl drauf von einer Karte, die erwähnt, von der Deck hinzu. Krieg ich wieder den Ra nicht auf dem Friedhof, oder? Ach, Mann. Krieg ich den Ra wieder nicht auf dem Friedhof, um ihn dann halt zu beschwören. Weil der searcht mir jetzt eigentlich nur die Karte raus. Ich meine, ich hätte die Karte damit auch im Friedhof legen können. Ach, Leute, I don't know.
Also grundsätzlich kann man ja auch mit dem Ding installen, ne? Mit dem wahren Sonnengott. Aber ich glaube, ich habe es wieder verschissen, Leute. Ich will kein... Ich hab's wieder verschissen. Ich krieg jetzt die Wiedergeburt, aber ich krieg jetzt nicht meinen Phönix aus Feld, ja. Also, kommt es mir nur so vor, Leute? Oder bist du wirklich darauf angewiesen, dass du am besten mit den geflügelten Drachen von Ra startest? Weil ich hatte jetzt alles auf der Hand. Ich habe ein bisschen was auf der Hand gehabt. Der Gegner hat ums 4-Mode rumgespielt, der Gegner hat einen Negate, aber es hat mir auch nichts gebracht. Ich habe meine Attack-Karten gehabt, aber ich habe nicht den geflügelten Drachen von Ra gehabt. Ich hatte keine Möglichkeit, den geflügelten Drachen von Ra direkt rauszusuchen. Ah, schwierig, Leute. Schwierig, wirklich. Okay, oh, ich habe den Sphere-Mode hier in dem Fall. Das könnte in dem Matchup von Bedeutung sein. So, okay. Mein Pendel. Lassen wir den Gegner einmal ein bisschen gucken. Let him cook. Ich glaube nur in dem Fall, dass der Sphere-Mode nicht so gut kommt. Mir fehlt hier schon wieder was. Ich kann schon wieder nichts machen, Mann. Mir fehlt schon wieder eine Karte. Oh, ist das blöd. Fancy. Ah, ich kann wieder nichts machen. Wir sind wieder die Hände gewonnen. Was macht Angelia? Okay, Kulia. Pendel beschworen hat der Gegner schon. Ein bisschen ist es jetzt schon nervig, dass da keine drei Karten liegen. So ein bisschen. Genau deswegen. Wiedergeburt. Jetzt habe ich meine Wiedergeburt, aber die bringt mir nichts, Bro. Die bringt mir absolut nichts, weil ich kann den... Oh Mann, ich kann wieder aufgeben. Ich kann in dem Fall wieder aufgeben, Mann. Oh, so many Bricks. So viele Bricks in dem Fall. Oh. Ich hätte jetzt meinen Skill aktivieren können. Ich schmeiß Sphere Mode ab. Und dann kann ich mir irgendeine Ra-Karte suchen oder sie auf den Friedhof schicken. Aber das bringt mir ja nichts. Weil ich kann den Ra, wenn ich ihn dann jetzt auf den Friedhof schmeißen würde, nicht vom Friedhof spezial beschwören, weil es nicht geht ohne meine Zauberkarte. Das heißt, ich hätte in dem Fall die Zauberkarte zumindest gebraucht. Dann wäre es halbwegs möglich gewesen. Wobei der Gegner natürlich auch noch Karten auf dem Feld hat, mit denen er meine Sachen hier negieren kann. Oh, so kompliziert. Aber passt auf. Jetzt haben wir zumindest mal... Ja, pass auf. Das ist insane. Weil hier sehe ich mich gerade. So halb. Ja, so halb sehe ich mich. Pass auf. Hier sehe ich mich so halb. Ich kann den Effekt aktivieren. Ich schmeiße Ra ab. Hol mir meine Wiedergeburt. Dann aktiviere ich meinen Skill. So. Ich schmeiße Immortal Phoenix ab. Ich kann mir der wahre Sonnengott suchen. So, der wahre Sonnengott, let's go. Ich kann mir meine Falle suchen. Boom. Dann aktiviere ich den Effekt von Millenniumsenthüllung. Dadurch kann ich Ra jetzt für Wiedergeburt holen. So, Ra kommt also aufs Feld. Finally, nach 19 Minuten habe ich zum ersten Mal Ra auf dem Feld. Was ist das denn? Nach 19 Minuten habe ich zum ersten Mal Ra auf dem Feld. Insane. Da ist er. Immerhin sieht er schick aus. Immerhin. So, da ist er. Dunkle Zaubergeneration wird gesetzt. Ich kann nochmal meinen Skill aktivieren. So.
Was war das nochmal? Ja, beschließt nochmal deine Mainphase. Du kannst die Karte von 4 und 1 hier nach und dann wieder auf den Friedhof legen. So, ich beende meinen Zug. So, und jetzt kommt Immortal Phoenix aufs Feld. Let's go. Der geht dann weg für den Sphere Mode. Und ich habe zumindest gutes Turn 1 Setup. So. Ja, ich habe zumindest jetzt gutes Turn 1 Setup. Lassen wir den Gegner mal machen. Alte Krieger 3 Besuche. Weil ich denke, er kommt nicht durch. Ist zumindest meine Idee gerade. Weil er. Ja, er wird hier nicht durchkommen. Weil Sphere Mode müsste doch eigentlich dieses Deck komplett abblocken. Kann ich halt ziehen für Karteneffekte? Ja, ja, ich meine, er sollte nicht zu durchkommen. Holy moly, TG. Okay. Ancient Warriors. Die alten Krieger. Guck mal, das ist halt das Setup, wie gesagt, was ich gerne auch die letzten Spiele gehabt hätte. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich habe da keine Möglichkeit gesehen, wie ich dieses Setup in den letzten Spielen hätte durchboxen können. Ich habe es wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Könnt mich gerne eines Besseren belehren. Also ich bin da wirklich immer offen für Trick. Ihr wisst das hoffentlich, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute... Es ist Yu-Gi-Oh, Mann. Wenn du 3000 verschiedene Decks spielst, kannst nicht jedes Top-Notch spielen ohne größere Probleme. Okay. Okay. Also, ja. Gucken, was der Gegner hier macht. What is he cooking? Ja. Was ist der hier am Kochen, der Gegner? Ich glaube nicht, dass alte Krieger hier ohne große Probleme durchkommt. Aber, wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nee, worauf ich eben hinaus wollte. Ich habe das Gefühl, manchmal, Leute nehmen Yu-Gi-Oh! Zu ernst, vor allen Dingen so Elite-Duellisten. Klar, wie gesagt, du kannst nicht jedes Deck optimal spielen. Vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel so ein Deck wie ich jetzt gerade zum ersten Mal nicht, aber ich habe es nicht so oft gespielt. Das ist ein neues Deck, was einen eigenen Spielstil hat, etc. Da muss man erstmal ein bisschen reinkommen, ne? Ich meine, klar, einige Elitisten hier, die sehen es wahrscheinlich ein bisschen anders. Oh, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Der Gegner kann den mir natürlich zurück auf die Hand bouncen über ihn. Aber da haben wir jetzt unseren Erzner Weltler Exzentrik. Da haben wir unseren Erzner Weltler Exzentrik. So, wir sacken unseren Erzner Weltler Exzentrik. Wir wollen die Doppeldrachenlords raushauen. Doppeldrachenlord, ich komme auf den Namen nicht klar. Mann. So, das heißt also, der wird zerstört. Kommt da noch was? Okay, aktiviert seinen Effekt. Oh. Okay, interesting. Er wird trotzdem zerstört. Dann können wir den wahren Sonnengott auch nochmal so aktivieren. Was nehmen wir denn auf die Hand? Gerne nochmal eine Millenniumsenthüllung. Ich glaube, jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt, um den Kugelmodus zu sacken.
Der reguläre geflügelte Drache von Ra kommt aufs Spielfeld. So. Warte mal. Hat Changwell, ne? Hat kein Grave-Effekt. Aktivieren wir den Effekt von dir. Wir zerstören Sun Moon. Immortal Phoenix. Oh, er hat einen Handtrap. Wait a minute. Der Effekt funktioniert im Grave? Ich habe doch gerade nochmal nachgeguckt. Scheiße. 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 Alter, der. Hohoho, die Animation. Ist ja geisteskrank. Ja, meinetwegen den Sphere-Mode aus dem Deck. Dann haben wir ihn nämlich wieder auf dem Feld, um uns zu schützen. Aber. Ach, Mann. Wo steht? Du kannst einmal verwenden. Ach, da ist der Part. Du kannst die Karte von der Friedhof verbannen. Normalerweise steht das immer ein bisschen weiter vorne. Naja, egal. Okay, Sun Moon kommt wieder. Ja, jetzt kann er halt wieder linken. Dadurch auf die Nerven gehen. Ja, kann halt wieder linken. Kann halt wieder linken. Oh! Sun Moon. Perfekt. Bla bla bla, Mr. Freeman. Let's build a wall. Let's build a wall. Jetzt habe ich, guck mal, das ist das Problem. Jetzt habe ich keinen Ra mehr. Oh no. Oh no. Oh no, Tiger King. Oh ja, Tiger King. Ah, Tiger King ist ein Problem. Tiger King ist ein Problem. Tiger King ist ein Problem. Jetzt kann er die Effekte von ihm negieren. Das ist ein Out. Das ist ein Out, mein Freund. Bringt mir nichts. Andererseits, warte mal. Andererseits. Ja. Wait a minute. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich kann den Effekt in derselben Runde direkt nochmal nutzen. Das Problem ist, der geht ja jetzt wieder weg, ne? Ja, er geht wieder weg. Verdammt, das heißt, ich muss das Ganze nochmal irgendwie machen. Ja, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin, Leute. Das kriegen wir schon hin. So. Wait, wait, wait.
Wir schaffen das. Wir schaffen das, Leute. Ja. Ja. So. Tanky bringt mir in dem Fall nichts. Millenniumsenthüllung. Tschüssikowski. Wiedergeburt. Ah, das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht, das reicht uns nicht. Effekt. Effekt. No, 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 Senor. Mir gehen die Ressourcen aus. Mir gehen die Ressourcen aus. Attack. Vamos. Vamos. Jetzt kommt er wieder weg und ich krieg wieder einen Sphere-Mode. Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, weil ich keine... Ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, den geflügelten Drachen von raus auf die Hand zu bekommen, oder? Ich habe noch der wahre Sonnengott. Ah, aber ich habe keine Karten mehr. Nein, ich habe keine Karten mehr, Leute. Mir gehen die Karten aus. Ja, mir sind die Karten ausgegangen. Aber mein Gegner weiß es nicht und gibt auf. Yes. Mein Gegner wusste es nicht und gibt auf. Jawohl, okay, okay, okay. Ich hatte tatsächlich keine Karten mehr. Ich hätte den geflügelten Drachen von Rahn nicht mehr aufs Feld bekommen können. Ich hätte ihn in dem Fall nicht mehr aufs Feld bekommen können. Das heißt, also was ich jetzt hier auf jeden Fall aus diesem Erlebnis mitnehme. Die Karten schmeißt du nie ab. Die beiden Karten schmeißt du nie ab, wenn du irgendwas mit Sphere Mode machen willst. Ich habe jetzt einen von den beiden einfach so abgeschmissen. Auf den Friedhof von meiner Hand. Das ist aber blöd, weil dann kriege ich ihn nicht aufs Feld mit Kugelmodus. Die Karte ist mega. Die Karte ist wirklich gut. Weil du beide Effekte in derselben Runde nutzen kannst. Und du musst halt mit deinen Ressourcen in dem Fall echt gut umgehen. Ja, es ist, also dieses Deck hat sehr, sehr viel mit Ressourcenmanagement zu tun. Du musst halt wissen, wann du was abschmeißt, wann du was aktivierst, wann du irgendwie durchkommst. Weil du hast nicht so viele Chancen. Das habe ich mit dem Deck gemerkt, weil du kannst halt mit dem finishen, und zwar richtig, richtig gut finishen. Problem ist, du musst halt abschätzen können, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und so viel Zeit hast du nicht, weil richtig schön stallen kannst du nicht. Ich finde den Sphere-Mode-Out ganz cool, weil der Gegner, wenn er irgendwie so drei Monster auf dem Spielfeld hat, anfängt und nicht dran denkt, kannst du ihn halt Sphere-Mode hinlegen, weil die Karte auch super ist. Aber grundsätzlich, ich sehe da Potenzial in dem Deck. Aber meine Sorge ist, dass du dann, wenn du weißt, was du dagegen machen musst gegen das Deck, dass du da zu gut drum spielen kannst. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zugucken, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Ich finde das Deck... Es ist cool. Und wir probieren auf jeden Fall irgendwann die nächsten Tage auch noch die Magistus Engine einmal aus. Vielleicht funktioniert es dann besser. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zugucken. Ich wünsche euch allen was. Haut rein, macht's gut und bis dann. Euer Regi. Ciao.